Würde ich sagen. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Unbound. Shimizu hier. Hey, wie geht's dir? Hab dich letzte Nacht beim Takeover gesehen. Du könntest etwas Training gebrauchen. Nee, gerade nicht. Rydells Protégés können immer Training gebrauchen. Und er hat einen Ruf zu verlieren. Ich hatte wirklich nicht vor, seinem Ruf zu schaden. Gut. Ich weiß, wo das Takeover heute Nacht stattfindet. Warum übst du nicht eine Runde? Danke, Shimizu. Nee, nicht jetzt. Oh ja. Hey, Speedy. Sagt dir der Name Alec was? Ja, komm, dann. Der Name Alec sagt mir was. Also, das Geld für das Lakeshore Grand stammt wohl von ihm. Er setzt drauf, dass Yes gewinnt. Wie schnell ist der Wagen genau, den du für sie gebaut hast? Sehr. Und sie hat ihn für mich gebaut. Du klingst, als hätte ich einen Nerv getroffen. Ich überlasse dich mal deinen Gefühlen und etwas traurigem Hip-Hop. Bis dann, Speedy. So, dann fahren wir da mal rein und gucken uns das ganze Ding einfach mal an. So, was haben wir denn für Events? Ja, der Ray, natürlich, die alle wieder die gleichen Chaoten. Event, was haben wir? Nur 59. Ja gut, mit dem Teil wäre ich, wenn ich das Ding gewinne, wäre ich gut am Start. Dann hätte ich nämlich die Kohle zusammen für das Teil und dann wäre ich auf 177 und könnte zumindest mit den ganzen Deppen hier mithalten. Komm mal her jetzt hier. Sag doch einfach, dass du mich überholen willst. Mann, mit dem scheiß Jax Jeep! Ja, das war's doch sowieso, weil die mir doch sowieso alle auf den Sack gehen. Ich muss doch unbedingt da mit seinem Auto parken! Mama hat das so gesagt! Ja, das war's, das kannst du knicken, das Rennen. Dankeschön, mit deiner Scheißkarre, unbedingt musstest du da... Du musstest unbedingt da parken, unbedingt da stehen. Ich muss da hin! Ich hatte ihn so gehabt, den Typen. Ich hatte ihn so genutzt, den Typen. Die zwei Affen da, ey. Geht doch mal weg! Ja, ich darf das nicht, ne? Ich darf doch nicht durch. Bei mir macht er komm zu. Die, ja, wegen, fahr mal durch. Oh. Thank you.
Ja, ja, schon klar. Die alle mit ihrem scheiß Jeep da nicht gestanden. Ich glaube, dann hätte ich vielleicht sogar gewinnen können. Ey. Die Speed habe ich dafür, aber. Nee, das wird die gewinnen. Habe ich keine Chance, hinterher zu kommen. Auf der Speed. Und die hat, können wir so wegziehen. Wenn ich die nicht. Ich krieg die nicht. Weil immer ständig irgendwas passiert. Die winken die. Das Fahrerfeld winken die alle durch. Ja, aber mich. Nö, das wird so einfach. Ich will dieses scheiß Auto. Ich will dieses scheiß Motor nicht drin haben. So, jetzt machen wir die erstmal weg. So, dein scheiß Jeep ist weg. Geht mal. Ach. Was? Du siehst das schon hinter mir? Mach doch mal deine Scheißkarre da weg! Na, ich warte da eben mal kurz auf dich. Klar, wartet ruhig da. Park da einfach mitten auf der Kreuzung. Why not? So, jetzt habe ich hin. Jetzt habe ich Boost. Jetzt bin ich nur irgendwie versuchen, dran zu bleiben. Sag doch einfach, dass du mich überholen willst. Ja, will ich doch. Und jetzt bist du weg. Gott sei Dank. Zentrale Streife hier. Wir nehmen Hauptverfolgung auf. Nicht wirklich, oder? Habe ich tatsächlich kein Dings mehr, kein. Du kannst mich nicht. Yes, Baby! Hab ihn endlich! Gott sei Dank habe ich dich endlich. So, jetzt habe ich das auch weg. Ich habe die Verfolgungsjagd fortgesetzt, warum noch nicht? Ich setze mich vor das Fahrzeug und bremse es aus. Verdammt, unsere Jagd ist erstmal vorbei. So.
Klar kommt dann direkt der Nächste angeschissen, natürlich. Du hast keinen Bock, ne? Du willst nicht, dass ich das mir wird mich gar nicht überholen, ne? So, dann fahren wir hier unten kurz in das Versteck. Safen die Cola. Jo. So. Es ist super, mit der Werkstatt wieder in der Rennszene aktiv zu sein. Ich fühle mich wie neu geboren. Den ganzen Tag in der Werkstatt an den krassesten Karren in ganz Lakeshore schrauben. Das erinnert mich an das eine Mal, als ich mit dem aufgemotzten DeLorean durch die Stadt gefahren bin. Einem was? Ich tu mal so, als hätt's das nicht gesagt. So. Gut. Takeover haben wir hier nochmal. Mit dem Kleinen. Kleine Preisgeld. So ist es richtig eigentlich, mehr oder weniger. Jetzt haben wir hier halbes Packtortel. Das haben wir ja schon gefahren. Aber eigentlich haben wir das eben schon. Ja, gut, okay, das haben wir schon mal gefahren, das Ding. Gut, ich brauche aber dringend meinen neuen Motor. Deswegen werde ich mal gucken, ob wir doch irgendwo ein kleines Event haben. Ja, hier wäre noch so ein Ding, aber es ist noch preisgeld wieder 3000, ne? Ja, dann machen wir das trotzdem. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit der Freistellung.